Urlaub ist vorbei, ich bin wieder zu Hause und hier geht es jetzt weiter auf dem Kanal, deswegen. Jetzt gibt es ein kleines Update von dem, was habe ich mir mitgebracht aus dem Urlaub, was ist auf der Werkbank, was hat sich Neues in meinem Stash angesammelt und was für Termine gibt es noch. Reihenfolge variiert so ein bisschen. Und des Weiteren, welche Termine, ah, nee, Termine habe ich schon genannt, ach, wir werden sehen. Ich werde das Video in zwei Sprachen machen. Es mischt sich so ein bisschen. Es gibt einige Themen oder einige Bereiche, die mache ich auf Deutsch. Und wenn es zum Beispiel um das Group-Bild geht, IDF, das mache ich dann auf Englisch, weil es ist ein internationales Thema, beziehungsweise ein internationales Group-Bild. So, mein Akku sagt, beziehungsweise meine SD-Karte sagt, ich habe 1 Stunde 13 Minuten Zeit. Ganz so lang wird es wahrscheinlich nicht, aber es wird schon ein bisschen länger diesmal. Gut, ja, Urlaub. Mein Urlaub ist zu Ende, 2 Wochen, wunderbar. Wo war ich? Ich war hier in Wales, um genau zu sagen, in Cardigan an der irischen See, an der Cardigan Bay. Klasse. Also es ist so ein bisschen abseits des Tourismus, weil es auch einiges im Tourismus, weil Pembroke südlich davon liegt und da ist schon gut was los. Aber ich war selber bei Cardigan und das da ist echt schön. Also, wer Zeit hat und Muße hat und die raue Natur von Wales mag, also nicht immer Sonnenschein, die hatten auch Sonne davon mal ab. Und kalte Wassertemperaturen, was mehr, glaube 14 Grad gehabt. Meine Frau war ganz tapfer, ist ohne Nässe Schwitz ins Wasser oder ohne Wetsuit ins Wasser gegangen. Ich brauche dann, ich bin ein bisschen weicher. Wahrscheinlich hätten sie auch meine Testikel verzogen. Fangen wir mal an, was habe ich aus dem Urlaub mitgebracht? Ja, so viel gibt es dort für Modellbauern nicht. Es gibt erstmal nicht so viel zu sehen, was für uns, also Militärbau, interessant ist. Gibt es schon, aber es ist nicht wie zum Beispiel in Kent oder in London, wo man unwahrscheinlich viel militärische Sachen sieht. Das hat man da nicht. Es gibt 2 Modellbauläden in der Nähe. Der eine war in Swansea. Da bin ich auch mal vorbeigefahren, habe da aber nichts gekauft. Eine andere, ein bisschen nördlich von Cardigan, das ist ein ganz kleiner Ort, nur aber da habe ich, erstmal würde ich den Namen wahrscheinlich falsch aussprechen. Mein Walisisch ist nicht so stark und ja, ich weiß, den Namen ist auch nicht von der Ortschaft. Gut, schauen wir mal nach, was habe ich mir mitgebracht. Das, schlechte Vorbereitung. Was man immer gebrauchen kann, es gibt dort in Großbritannien, muss man sagen, arbeitet meine Kamera noch, ich hoffe es, ja, in Großbritannien ein Laden, der heißt The Works, da gibt es alles mögliche. Und dort habe ich mir, was man immer gebrauchen kann, Pinsel mitgebracht. Hier sind sie. Ja, die kosten ein Apfel und ein Ei, die kosten 3 Pfund für Vinylpinsel. Was habe ich hier noch? Ganz feine für Figuren, 2 Pfund. Und hier habe ich nochmal so einen Pack für 3 Pfund. Die sind auch echt gut. Ich habe davon zuhauf mittlerweile im Schrank, aber ich kann die immer wieder gebrauchen. Und die halten auch lange und die halten auch gut ihre Form. Die sind echt zu empfehlen, wer bei The Works ist, der sollte sich die da mal mitbringen. So, dann, das ist jetzt weniger modellbaulastig, habe ich mir noch einen Film mitgebracht. Ja. They Shall Not Grow Old. Über den Ersten Weltkrieg, der lief dort im Kino letztes Jahr. Da wurden Filme oder Ausschnitte aus dem Ersten Weltkrieg, die damals gedreht wurden, verfilmt und vertont. Ach, verfilmt. Kolorisiert und vertont und die wurden dann zusammengeschnitten zu einer Art Film und der war von Peter Jackson und der soll echt gut sein. Ich habe es ja jetzt noch nicht reingeschaut, habe nur so Ausschnitte gesehen. Bücher. Fangen wir mit dem ersten an. Ich weiß nicht, dass da sind so viele Zeichen, die in Deutschland verboten sind. Ich mach mal so. Ne? Die Waffen-SS. Runter geht es von 14,99 auf 3 Pfund. Ne? Es sind halt viele Bilder als Informationen drin, die man für Modelle gebrauchen kann. Interessant für mich. Des Weiteren, Sean hat das glaube ich auch schon mal vorgestellt, auch von The Works, für 7 Pfund Deutsche Infanterie Operations Manual. Die nennen das alles so, also Hayes nennt alle Bücher oder von der Reihe Operations Manual auch. Ich finde es interessant, auch wieder viele Sachen, Bilder oder ähnlichem, über die Uniform in Farbe und in Schwarz-Weiß, Informationen über die Soldaten des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen. Wer das mal sehen will, dann kann mal Sean auf der Seite vorbeikommen, also wer dem Nordenglischen oder mächtig ist, der sollte mal bei ihm vorbeischauen, der hat das Buch schon mal vorgestellt. Dann, was habe ich noch mitgebracht? Für mich auch ein Operations Manual, auch von The Works, Royal Air Force Bomber Command.
auch ein klasse Buch, echt schwer zu empfehlen. Es geht um den Aufbau des Royal Air Force Command, wie es hier draufsteht, mit Flugzeugen vor dem Zweiten Weltkrieg bis hin zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Flugzeuge sind darin vorgestellt, kurz, wie die Flugfelder gebaut wurden, wie die Piloten ausgebildet wurden, also sehr umfangreich und auch wieder super illustrierte Bilder darin. Dann habe ich noch ein Buch für einen Kumpel mitgebracht, für Dylan. Hier, das ist für dich. Ich hatte dir eine Nachricht geschrieben, dass ich das gesehen habe, und hier ist es. Du kriegst es für lau. Also nicht lau kriegst es, sondern du weißt, was du meinst. Hm? Für dich, Dennis. Brauchst du nicht bezahlen. Gut, das waren die Sachen, die ich mir mitgebracht habe. Was ist in der letzten Zeit an Modellen bei mir gelandet? Einmal dieses Riesending hier, die Katisaak. Ich glaube, der Karton ist einer von wenigen Bauwerken, der sogar aus dem Weltraum zu sehen ist, neben der chinesischen Mauer. Kann man, wenn man den auf den Rasen legt, kann man den wahrscheinlich auch von der Weltraumstation sehen. Dann habe ich noch dieses Bauwerk hier, das ist die B-17, die Memphis Belle. Dafür haben wir uns einfallen lassen. Nächstes Jahr, Group Build, Bombs to Lay, ich hoffe, ihr seid dabei. Na, da werde ich dann das bauen. Ich wollte mir eigentlich erst die Wellington bauen, die ich von Dylan geschenkt bekommen habe. Aber jetzt ist das Riesenbaby in 1:48 reingeflogen. Ich habe mir schon einige Sachen im Internet rausgesucht, die ich dazu packen werde, wie zum Beispiel andere MGs. Dann andere oder ein bisschen Bodencrew, die noch dabei stehen soll. Und dann machen wir da ein schönes Group-Bild wieder ein halbes Jahr, dass das für niemanden zu eng wird. Und ich hoffe, ihr seid dann dabei. Aber einen Aufruf zu dem Group-Bild werde ich nochmal starten. Gut, dann noch zwei Riesensachen. Einmal dieser Riesenpanzer. Hier ist er, der Tiger 1. Das ist der Wittmann-Tiger. So, jetzt dazu eine Frage. Wer weiß, welche Kriegsverbrechen der Wittmann begangen hat? Mir sind keine bekannt, das ist eine ernst gemeinte Frage, schreibt das bitte in die Kommentare. Im März ging es darum, dass der Wittmann, zumindest von einer Person, dass der Wittmann ein Kriegsverbrecher wäre und man deswegen den nicht bauen sollte oder er diesen nicht so bauen möchte. Ich hatte mich mal kurz nachgelesen. Ich konnte im Netz nichts finden, was ihn als Kriegsverbrecher deklariert oder auszeichnet. Und ich finde es auch nicht besonders fair, wenn man jemanden als Kriegsverbrecher tituliert, der sich selber nicht mehr verteidigen kann. Weil, wie soll er das auch? Er ist 1944 bei Kampfhandlungen gestorben. Ich weiß, er war in einer Einheit, die Kriegsverbrechen begangen hat. Ich weiß, er war in der Partei, also in der NSDAP. Ist auch schon relativ früh eingetreten, ist schon als junger Mensch. Und ich weiß, dass er niedergeschrieben hat, dass gerade kurz vor der, als er an die Westfront gegangen ist, geschrieben hat, dass er den Feind hasst. Jetzt sind wir mal ehrlich, er war seit 1939 im Krieg und wahrscheinlich viele Freunde verloren und ähnlichen. Dass man seinen Feind in dem Moment hasst, ist, glaube ich, ich würde fast sagen, selbstverständlich, ich will es nicht schönreden, um Gottes Willen. Das macht ihn aber nicht zum Kriegsverbrecher. Und es macht ihn auch nicht zum Kriegsverbrecher, in einer Einheit zu sein, die Kriegsverbrechen begangen haben. In 70 Jahren sagt man eventuell, ey, Daniel, du warst bei der und der Einheit oder was weiß ich, bei der Bundeswehr. Und in 70 Jahren sieht man das vielleicht ganz anders. Gott, wer weiß das? Und vielleicht bin ich in 70 Jahren in manchen Augen auch ein Kriegsverbrecher. Und ja, er war in der Partei. Zu dem Zeitpunkt waren fast alle in der Partei da. Oder macht ihn das zu einem Kriegsverbrecher? Ich habe nichts gesehen, wo es heißt, er hätte Leute, Gefangene zum Beispiel, erschossen. Also ich weiß, es gibt einen Bericht, wie er sogar russischen Gefangenen und Verletzten geholfen hat. Und eigentlich wurden diese ja als Untermenschen angesehen von den damaligen Nazis. Also, wenn ihr irgendeinen Bericht habt, dass er ein Kriegsverbrecher war, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, wo drin steht, er hat dieses und jenes Kriegsverbrechen gemacht. Weil ich finde es unfair, über jemanden zu urteilen oder jemanden zu verurteilen, bei dem es nicht ganz klar ist. Wäre es ein Bausatz über, ich sag mal, Himmler, der definitiv ein Kriegsverbrecher war, dann hätte ich gesagt, ja okay, sehe ich genauso wie du. Bei dem bin ich mir nicht so ganz sicher. Gut, und der nächste Bausatz, jetzt muss ich auf mein rotziges Englisch wechseln, ist from Steve Mottram.
Steve, this big parcel arrived for me, or was at the post office. Thank you very much for this great Panther A from Meng. I really highly appreciate it. I'm very happy and proud that you are one of my friends, and yeah, thanks a lot for that great, great present. Cheers, mate. And I wish you a great holiday in Wales as well. Wales is awesome for holidays. Gut, back to German. So, ich baue jetzt schnell um auf meinen Tisch. Die grüne Matte brauche ich nicht auf, der Tisch ist dunkel. Ne? Und ich denke mal, da werdet ihr auch sehen. Und ich zeige euch jetzt, was alles auf meiner Werkbank liegt, was gebaut werden soll. Dann sehen wir uns gleich. What if GB? Hier sind wir wieder auf meinem Tisch. Hier seht ihr meinen Beitrag dazu. Vorweg, wir haben mittlerweile mindestens eine Person, die fertig ist. Das ist ein Bomber. Rado, glaube ich, war das. Könnt ihr bei uns auf der Facebook-Gruppe aber auch sehen. Super Bauwerk, hat mir echt gut gefallen. Vielen Dank für die Teilnahme. Des Weiteren haben wir, was haben wir noch alles drin? Wir haben einen Flugzeugträger in Deutschland, der auch total toll aussieht. Ich habe einen Löwen gesehen von Bill, der schon fertig ist, der auch klasse aussieht. Ich glaube, ein E100 ist er noch dabei und der sieht auch top aus. Eine super Idee mit den geteilten Decals, gefällt mir echt klasse. Was haben wir noch dabei? Dennis baut auch einen Löwen, der ja auch mittlerweile richtig gut aussieht. Ich habe mir da Teile schon angesehen. Dann habe ich noch einen wunderbaren E75 gesehen, Königstiger 2, wie immer man das sehen will. Ne? Auch ein klasse Ding. Also, ihr habt noch bis zum Ende des Jahres Zeit, was zu bauen und teilzunehmen. Ach ja, und noch so ein Stealth-Schiff, sieht auch klasse aus. Und eine Luftschlacht, wenn mich alles täuscht, ist auch noch dabei. Mit moderneren Flugzeugen, die so ein bisschen vom Kalten Krieg zeigt. Also, super Sachen dabei. Kommt, nehmt dran teil, ihr habt noch Zeit bis Ende des Jahres etwas zu bauen und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und hier seht ihr auf dem Tisch auch meins, das ist auch noch nicht fertig. Der E75 steht mittlerweile recht gut da, die Figur ist noch nicht fest. Wie ihr seht, zack, die ist noch lose. Was haben wir hier? Wir haben den E50. Wir haben den E50 von das Werk vor uns mit Friolketten. Und da sind ja auch PE-Teile noch und nöcher dabei, Metallrohr, ein richtig schöner Bausatz. Der Panzer selber ließ sich gut verbauen, hat echt Spaß gemacht. Ich habe ihn nur ganz diskret gealtert, ich hole ihn mal eben von der Grundplatte runter und zeige euch den mal einzeln erstmal. Wupp, ganz vorsichtig. Die Grundplatte ist sowieso noch fern von fertig. Wenn ich so einer sagt, was willst du lassen? Nein, natürlich nicht. Also, hier ist das gute Stück. Ich habe bewusst auf die Schürzen verzichtet, um den Blick auf die Friolketten offen zu lassen. Ich habe den ganz minimalst gealtert, das reicht mir schon. Das soll ja ein Fahrzeug zeigen, was gerade frisch aus dem Werk rausgefahren ist und direkt an die Front geschmissen wird. Außerdem finde ich, es macht einen sehr bulligen Eindruck durch das Weglassen der Schürzen. Wirkt der oben schmaler und unten breiter, dadurch kriegen die Ketten einen noch breiteren Blick, was ich sehr schön finde. Gealtert habe ich diesen Panzer, beziehungsweise geweathert oder wie immer man das sehen will, mit so einer Art Buntstifte. Das ging auch echt gut, also die sind echt empfehlenswert, kosten auch nicht die Welt. Und ich wollte sie ausprobieren und ja, funktioniert, gefällt mir. Ja. So viel zu dem Panzer. Die Figur, die im Panzer drin sitzt, hier seht ihr sie, das ist so ein Scratch-Bild. Das ist so eine Frankenstein-Figur, besteht aus mehreren verschiedenen Fahrzeugfiguren. Wer genau hinguckt, sieht, der Körper besteht aus einer Figur von der Bundeswehr. Da gab es so eine Figur, die habe ich dann abgeschliffen, damit diese Molle-System weg ist. Ein Kopf von einem Fahrer, von einem so ein Zweirad-Krat. Ist das der Kopf von der Kettenkrat, so jetzt habe ich es. Die Arme, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe, das sind also 1, 2, 3 verschiedene Figuren, die hier drin eigentlich verbaut sind. Ja, und der soll oben rauskommen. Ja. Des Weiteren, hinter dem Panzer werden auch Figuren sein. Die sind aber auch, wie ihr seht, fern von fertig. Ja. Hier ist mal so eine Figur, die ist noch nicht bemalt. Da ist nur der Rumpf zusammengeklebt bisher. Ja. Hier sind noch zwei
Figuren. Das wird der Offizier, der ihnen sagt, wo sie lang gehen sollen. Ja, aber wie ihr seht, auch noch nicht fertig. Ja, eine weitere Figur, die hinter dem Panzer herläuft. Ja. Und last but not least. Ups, diese Figur. Ja, auch die wird dahinter sein. Das wird so eine kleine Infanteriegruppe sein. Ein Trupp, die also sich von der Armee Wenk Richtung Berlin zieht, um Berlin zu unterstützen im Kampf gegen die Sowjetrussen. Gut, was kommt noch? Achso, ja, die Grundplatte, Mensch. Da werde ich nicht vorenthalten. Hier ist die Grundplatte. Ja, die besteht aus Styropor. Ich habe da so ein Beiserholz drumherum gelegt, damit das so ein bisschen schöner sieht. Die wird noch schwarz bemalt und da wird auch noch ein Schriftzug draufkommen. Das Gras, ja, das ist statisches Gras, das aufgestreut wurde. Das wird auch noch gealtert, also da kommen noch andere Gestrüppsorten hin. Das soll kein englischer Rasen werden. Hier oben ist so eine Styrodorplatte, die ist ein bisschen fester. Dort habe ich ein Kopfsteinpflaster reingeschnitzt, gedrückt mit so einem Stift. Ja, das ging ganz gut. Da wird aber auch noch ein bisschen Weathering draufkommen, weil noch ist mir die Straße ein bisschen zu sauber. Und Bäume und Büsche. Ich habe in meinem Leben noch nie Bäume und Büsche gemacht. Das sind 1-2 Versuche schon weit draufgegangen, bin ich ehrlich. Ne? Die Büsche selber, hier und da und das, was hier drum liegt, besteht im Original eigentlich aus einer Kunstblume aus dem 1-Euro-Shop. Abgeknipst, dann habe ich da so Schaumstoffflocken drauf gemacht mit so einem Sprühkleber und im Anschluss so eine Art, ja, aus dem Streumaterial von Noch drauf gestreut, damit das so ein bisschen einen Buschverhalten kriegt und dann wieder Kleber drüber. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, die sind sehr sticky. Also wer eine bessere Variante oder eine gute Variante Büsche herzustellen hat, wäre es schön, wenn ihr mir das sagt. Na, der Baum selber, ich habe den genauso gemacht. Ich werde dann auch mit anderen Materialien ein bisschen üben. Sieht sehr aus wie so eine kleine Explosion, aber das ist halt mein Baum. Also es gibt auch Bäume in der Natur, die nicht so dicht und buschig sind, gerade an Wegen. Na, der Baum selber besteht aus echtem Holz. Bei uns in der Gegend gibt es so eine Hecke. Die ist richtig schön stark verzweigt und da kann man das eigentlich schön rausschneiden, wenn der eigentliche Besitzer mal nicht hinguckt. Und dann denke ich, da hin mit dem Seitenschneider kimmst du mir da 1-2 Ästchen von ab. Und die, ich habe die einzelnen Ästchen dann mit Draht verstiftet und dann dort reingesetzt. Das ist so meine Idee für den Baum. Ich werde dann noch mit ein paar anderen Materialien, ein bisschen anderen Hölzern arbeiten, damit das noch ein bisschen bunter wird. Und auch noch ein bisschen dichter und auch noch, dass der Bewuchs ein bisschen anders aussieht. Ja, soviel zu meiner Grundplatte. Wie schon gesagt, die Seiten werden noch schwarz bemalt, dann kommt hier noch irgendein Schriftzug drauf. Und dann sollte es auch fertig sein. Ja, ich muss da ein bisschen Gas geben. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, um Gottes Willen doch, das macht es sehr viel. Aber ich habe noch 2-3 andere Sachen auf dem Tisch. Die muss ich auch irgendwann mal fertig kriegen. Ja, die zeige ich euch jetzt. Nächstes Jahr steht ja wieder die EMI an. Und für die EMI, da gibt es diesmal so 2 Sonderkategorien. Einmal Vietnam und einmal britische Jets. Ja, und hier ist mein... Ich möchte gerne einen Beitrag bei diesen britischen Jets mit reinkriegen. 1:72 wäre mir zu klein. 1:48 habe ich keinen britischen Jet. Ich habe aber einen 1:32. Nämlich die Revell Hawk. Hier ist ein Bild davon. Und den möchte ich gerne dort mit reinbringen. Der Bausatz ist, hat schon seine Tage. Ich habe den auch günstig geschossen über einen Kumpel. Ist auch schwer zu verarbeiten. Einmal hat er schon mal mit Rotplastik gearbeitet. Man sieht kaum was. Man sieht schlecht Fehler oder Gussfehler. Man müsste eigentlich erstmal alles primen und dann alles überlackieren. Das Plastik ist auch sehr weich. Man sieht das hier, also ist nicht sehr formstabil. Die Sitze sind immer nur reingesteckt und nicht geklebt. Ich werde darüber jetzt keinen exklusiven Baubericht machen, weil ich nicht weiß, ob ich es bis dato hinkriege. Ich möchte jetzt keinem erzählen, ich mache es, ich schaffe es und dann schaffe ich es doch nicht. Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Das Ding wird so ein bisschen hinter den Kulissen laufen. Aber ich möchte es gerne bis zur EMI 2020 wieder fertig haben. Also, damit habe ich euch schon verraten, ich werde bei der EMI wieder dabei sein. Ich werde ihn dort wieder mit Dylan Scale Models und eventuell noch einer weiteren Person, wenn wir da das Go bzw. die Bestätigung haben, dann werde ich diesen Namen auch verraten, wieder ausstellen. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei. Ich hoffe, dass ich bis dato auch Visitenkarten habe. Nicht, dass ich wieder meine Daten auf fremden Visitenkarten schreiben muss. Das ist mir ein bisschen unangenehm und peinlich. Das hatten wir letztes oder hatten wir dieses Jahr. Ja, also, EMI 2020,
Daniel 2005 ist wieder dabei. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei. So, Hawk, also wie schon gesagt, hier ist noch nicht so viel zu sehen. Die Sitze, die sind echt gut, ja, von der Detailreichtum. Die Gurte, die gab es als Deckels, das hat mir nicht so gut gefallen. Da haben wir sie jetzt einfach mal selber gestaltet. Wenn die später bemalt sind, werden die hoffentlich noch besser aussehen. Ja, dazu. Dann wechseln wir jetzt auf Englisch. Englisch, ja, Englisch. My entry to the, my part of the group build from Steve Mottram's IDF group build. This is it. I haven't done so much till now, because you've seen it, I have a lot of other stuff on my stash. Yeah. I just make the running gear. It's heavily roughed up roller bands, because I want to show a display tank on a museum or as a monument. And you often see them with really hard weathered or hard battle damage or something else. When you see the tanks on, for example, on in the Normandy, you often see them rum colored. The rubber is hardened because all the softness is out, and that's the same with this one. I will not use the original color because, as I said, displays are often painted wrong, and the rubber is always hard because they only stand there in the weather and the softness went out of the plastic, and that's the same with this one. I highly damaged the rubber bands here. And yeah, that's all I have made till now. I hope to that I build, or I will make more progress today or on this weekend. We see here the other rollers. I still need figures, but there's a I saw some on the internet. Maybe I will order them or not. We will see. But this is my part of the IDF group build. As I said, not so much at the moment, but yeah, I still have more than enough time. I think I'm pretty sure that the group build runs 1 year, so I will definitely finish that, but not in the next 2 weeks. Yeah, and that's it. Nothing more on my workbench at the moment. More than enough. 3 kits at the same time is a lot of stuff for me. And yeah. Now let's talk about further things at the future. So I changed the, or I will change the stand of my camera, and we'll see us in a few seconds. So, da bin ich wieder. Dennis, Harry gesagt, das Buch bringe ich dir mit, du brauchst nichts dafür bezahlen. Ich bringe das Buch mit zum Sommerfest, genau. Das Sommerfest bei MBK steht hier wieder an. In der Morse, ich wusste, der 17. August. Blende das hier nochmal ein, sollte ich mich vertan haben, also nicht mehr lange hin. Dort werde ich natürlich auch vor Ort sein. Und Dennis, ja, wie gesagt, das Buch bringe ich dir mit. Nichts für bezahlen, ich fresse dir einfach die Haare vom Kopf dort vor Ort beim Grillen und beim Bier trinken. Ja, dann, welche Termine sind noch wichtig? Wie schon gesagt, mein eigenes Group-Bild, das, was jetzt gerade stattfindet, das What-If-Group-Bild. Nehmt noch dran teil, es macht einen heiden Spaß, ich glaube, wir haben jetzt 16 Teilnehmer. Dann, nächstes Jahr wird ein neues Group-Bild starten auf meiner Seite, nämlich das Bombs Away-Group-Bild. Und die EMI steht auch bald an. Na, was heißt bald, das ist nächstes Jahr, aber wir wissen alle, die Zeit rennt. Nebenbei muss ich auch noch arbeiten. Wir haben jetzt Samstag und ich muss morgen schon wieder zur Arbeit auf dem Sonntag, genau. Eine Nachtschicht. Total Spaß dran. Und was soll ich noch erzählen? Ich will euch jetzt nicht noch länger langweilen. Ich glaube, ich habe schon noch geschwafelt. Mir war es nur wichtig, euch jetzt nochmal auf einen Stand zu bringen, weil mein letztes Update war ja auch schon ein paar Tage her, weil ich habe einfach zu wenig Zeit momentan. Also ich schaffe es immer nur zu bauen zwischendurch, aber nie wirklich durchgehend, dass man sagen kann, hör mal zu, ich setze mir mal 4-5 Stunden hin. Die Zeit finde ich momentan nicht. Ups. Na, aber die Zeit finde ich momentan nicht. Leid es mir auch tut, ich würde euch gerne mehr zeigen. Wenn ihr mehr sehen wollt, kommt zu mir auf meine Instagram-Seite oder auf meine Facebook-Seite. Da blende ich immer hin und wieder mal Fotos ein, die ich zwischendurch schieße, wofür ich einfach keine Zeit habe. Bei YouTube ist der Aufwand einfach größer. Links dazu setze ich unten in die Beschreibung rein.
Also, nochmal. Termine, nicht vergessen. Steve Mortram, thank you very much for that awesome present. Panther. Und ja, IDF Group Build, könnt ihr auch noch dran teilnehmen. Auch super fun. Ein Haufen Teilnehmer, macht richtig Spaß. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt mir heute ohne Meldung.